Tales of Ratatösk spielen auch am 1. April auf dem Meet & Greet Festival und werden dieses dann öffnen. Eröffnen. Ja, als erste Band, laut dem Plan, den ich bisher gelesen habe. Ob das so ist, man weiß es nicht. Ich habe versucht, ein Video von Tales of Ratatösk zu finden, hier online, wo die Band zu sehen ist. Auf YouTube. Ist schwer. Sehr schwer. Quasi, wo so ein ganzes Lied ist. Lieder gibt es, aber das sind dann das Bild und dann kein Lied drunter. Ich wollte ja irgendwie reacten auf die ganzen Bands, die beim Meet & Greet spielen. Ich habe jetzt hier bloß so ein kleines Video gefunden, dauert 58 Sekunden und ist quasi Werbung fürs Rise and Decay, das Album von denen. Also wird auch ein bisschen Musik drin gemacht. Hör mal einfach rein. Ja, Tales of Ratatösk war jetzt nicht sehr viel zu sehen. Ihr fragt euch, warum Eichhörnchen? Ratatösk ist das Eichhörnchen, was im Yggdrasil, im Lebensbaum hin und her läuft in der nordischen Mythologie. Ja, Tales of Ratatösk. Auch so ein bisschen helleres Bild. So. Tales of Ratatösk ist eine female-fronted Pagan Metal Band. Ich habe sie damals gesehen, da waren sie noch male fronted, meine ich. Und jetzt female fronted. Leider gibt es videomäßig von denen nicht sehr viel zu sehen. Leider. Weil kam ja jetzt eine ganze Zeit lang was dazwischen. Das ist von 2018 jetzt, ne? Oder? Mal gucken. Ja. Da seht ihr das, wo ihr es alles bekommen könnt. Das Video, wie gesagt, sehr viel gab es da nicht zu sehen. Aber Tales of Ratatösk spielen beim Meet & Greet und deswegen jetzt mal reingehört. Was ich aber machen kann, ist einmal hier Tales of Ratatösk aufmachen. Da, da seht ihr es. Hier das Album heißt Decay. Gucken, ob die Members da auch alle jetzt irgendwie vollständig sind, so wie es sein soll. Nee, auch noch nicht. Das ist hier bei Metal Archives noch nicht umgeändert. Aber ihr werdet sehen, wenn ihr vorbeikommt. Tales of Ratatösk, ich freue mich mega drauf. Ich habe es schon mal live gesehen in Duisburg beim Rage Against Racism, einem sehr geilen Festival, wo ich dieses Jahr übrigens auch wieder sein werde. Es ist umsonst und draußen. Aber da kommt noch ein Video zu. Aber jetzt geht es erstmal ums Meet and Greet. Tales of Ratatösk werden da spielen. Und haben jetzt ein bisschen nur gehört. Leider. Wenn ihr mehr hören wollt, alle Links unten in der Infobox. Und schaut es euch an. Und wir sehen uns auf dem Meet and Greet.